Okay. Top-Heilung. Ja, so, also jetzt erstmal heilen gehen. Beleber. Nett. Wenn du nicht das Geld hast für eine neue Leber, kriegst du eine B-Leber. Wow. Oha! 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 Das wird ja sowas von gefangen. Oh, ein Crystal? Oha! Jetzt, okay. Ist dieses Gialis nicht ein legendäres Temtem? Nee. Ich dachte immer, das wäre irgendwie so ein legendäres, weil es so episch aussieht. Okay, jetzt aber kommen wir zur wichtigen Frage. Wer nimmt was? Du kannst beide haben. Beide? Ja, Crystal habe ich ja schon. Ja gut, aber ich dachte, du willst noch eins haben, damit du vielleicht beim, sag schon, beim, wenn du das züchten willst, dass du quasi, aber gut, dann hol ich mir erstmal das Gialis. Das Problem beim Züchten ist halt, war das, doch stimmt, das Weibchen war dominant. Oder? Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Oha. Uff. So, nochmal Sandspritze. Alter, dieses Gialis. Ich glaube, dieses Gialis ist irre stark, ey, wenn ich die Attacken sehe. Vor allem dieser Doppelschlitzer oder was auch immer der da gerade gemacht hat. Das Vieh will ich haben. Dringend. Ist bestimmt Kampf und Kristall. Ist mir vollkommen egal, was es ist, aber ich will's haben. Ey, das Vieh sieht geil aus und ist auch direkt Level 35. Machen wir mal eine Windklinge. Erinnert mich so ein bisschen an Sichlor. Ja, so, also, oder eher Scherox. Oder so, ja. Boah, dann hab ich sogar noch ein Crystal, auch noch ein Starter-Temtem noch zusätzlich. Okay, das ist übrigens nicht mehr stark. Oh, gegen dich mach. Oh, nice. Wir haben gerade die richtigen Temtem dafür. Oh, geil. Ich kann direkt schon das erste fangen. Okay. Dann kümmere ich mich zuerst mal um das Crystal, weil das ist gerade sehr low. Nice. Kommt jetzt aber mal ins Team. Nani? Oh, fuck. Ohoho. Okay. Gut, dass ich nicht mehr angegriffen habe. Ja, das ist sehr gut. Oh, nice. Ein Gialis. Mit der Eigenschaft Spiegeln. Das Temtem verursacht 25% Konterschaden, wenn es mit einer Spezialfähigkeit angegriffen wird. Oha. Kristallkampf. Das habe ich mir schon gedacht. Temdeck. Alter, allein deswegen hat sich das jetzt schon gelohnt, hier hinzugehen. Holy shit. Oh, guck mal, hier sind wir ja. Ach, noch mehr. Oh, Lapinit. Willst du es nochmal versuchen? Nee. Hab ich doch gekriegt. Ach, hast du gekriegt? Ah ja, stimmt, das war ja das. Ich würde sagen, willst du den Kampf machen oder sollen wir einfach weggehen? Nö, wir machen den Kampf. Achso, warte mal. Sollte man vielleicht auch als Starter-Temtem was anderes aussehen als Nestler? Wäre schlau, ja. Hey, Wasserklinge geht aber eigentlich voll vom Schaden gegen den. Sehr nice.
Sehr nice, sehr nice. Also wenn wir jetzt wirklich einfach das Nestler bekommen würden, mal angenommen, dann hat sich zum Glück schon unsere Mühe mal, also müssen wir uns keine Mühe mehr machen, noch eins fangen zu gehen. So, erstmal heilen. Warte, halt, Moment. Lol. Dieses Crystal, was ich hier jetzt gefangen habe, hat direkt diese Attacke Kristallspitzen, welches deins gar nicht hatte. Komisch. Warum gibt's hier keinen PC? Ich würde gerne das andere mitnehmen. Na egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Alter, alleine wegen den Temtems hier. Das ist einfach so abgefahren, was es hier für Viecher gibt. Das macht richtig Spaß, hier was zu fangen. Vulcrane und Wallasch. Alter. Wallasch sieht einfach aus wie die überdrehte Version von einem Sandama. Kristall-Temtem-Fan. Einfach so random Zivilisten, einfach in der Mine. Wer kennt's nicht? Bei uns doch Standard. Oben bei, währenddessen oben bei dem Publisher. Wir brauchen neue Namen für Trainer. Wie ist euer Plan? Kristall-Temtem-Fan. Du bist es, nehmen wir. Jetzt müsste dieser Meme kommen, wo dann einer mit einem guten Namen kommt und dann aus dem Fenster gekickt wird. Normalerweise immer der brennende Server war. Ja, oder so. So kommt ein total dummer Name und dann auf einmal alles brennt. Das ist fein. Ja, GG! Azurok! Das Vieh sieht ja auch schon nicht schlecht aus eigentlich, ne? Aber ich will gar nicht wissen, wie viel du dafür leveln musst, damit das Ding Level up ist. Mal ganz zu schweigen davon, dass sich das ab dem Zeitpunkt ja eh kaum lohnt. In Zukunft müssten wir, wenn dann nämlich die Temtem züchten, wenn wir wollen, dass die schnell sich entwickeln. Myx. Lol, der große Bruder vom Shy Guy. Holy moly. Alter, so viele geile Temtem. Also eben habe ich noch gedacht, dass dieses Temtem useless sei, ne? Aber wenn ich mir das jetzt hier angucke, ey. Was denn? Attacke gelernt? Oder was? Ach, das Myx meinst du? Ja. Vorher und nachher. Ja, ja. Das ist immer. Das haben sie echt gut hingekriegt, wie das die Entwicklungen abgefahren aussehen. Erstmal selbst getötet. Alter, die Gegend hier gefällt mir noch besser als das im Vulkan. Weiter geht's. Oh, da vorne wartet schon wieder jemand auf uns. Oh, oder auch nicht? Oh. Okay, ich geh mal runter und dann gehe ich rechts. Ich glaube, hier müssen wir nochmal hin, wenn wir die Schlittschuhe wieder haben. Danach links. So bitter, die ganzen Items, die an uns vorbeiziehen. Ah, wir müssen hoch. Okay, cool. Hallo. Oh, den habe ich nicht mal gesehen. Okay, Kinn. Da haben sie ein N vergessen. Vulcrane und Mastione. Vulcrane und Wallasch. Okay, nun, ich denke mal, ich sollte wechseln. Direkt auf Nestler. Ich glaube, das ist auf mir beide. Achso, okay, weil das irgendwie gerade eine kleine Verzögerung. Ja, ist bei mir auch ab und zu. Dann bist du voraus und ich komme irgendwie irgendwo nach. Ja, wer hätte es gedacht?
Kriegt der Luxorio wieder die Ohrfeige. Okay, gleich mal den Stalagnit auf das Mastione. Oh, viermal. Direkt geblitzt wegen Geschwindigkeitsübertretung. Nessler OP. Hey, Bullcrane Level 35. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Okay. Hey. Nice. Dann kann ich auch, da ist auch ein PC, das heißt, ich kann das gefangene Temtem mitnehmen. Ich find irgendwie die Animation von Wallace erinnert mich irgendwie ein bisschen an Traumato. Dran Traumato? Okay. Immer mit seinen Armen so. Das ist eine gute Beschreibung, ja. Ach, du fängst den. Okay. Ja, den eben hast du eher gekillt. Was? Aufgekratzt, findet den Statuseffekt eingeschlafen. Oh, nice. Let's heal. Was? Psst. Hey, Xorio. Nicht anwesend. Oh, wow. Wir können also nicht heilen, wenn wir den nicht voll quatschen. Ich würde in deinem Zuschauer jedenfalls nicht die Stadt betreten. Alle wissen, dass du aus dem Gefängnis ausgebrochen bist und sie wissen, wie du aussiehst. Da hängen überall Poster mit deinem Gesicht. Hier, nimm dies. Damit kannst du wenigstens eine Weile unerkannt bleiben. Geil. Okay. Geil. Oh, sind wir mal ehrlich. Man erkennt doch direkt mein Rumstehen. So, Heilung ist da. So, das Crystal kommt erstmal weg. So, was kannst du denn überhaupt? Was ist das für eine Attacke? Fußarbeit. Und unsere Viecher sind hier in dem Dings drin. Ja, ich weiß. Fortgeschrittenes Gleichgewicht in der Felshüpfer von Tukma. Doppelschlitzer. Blocken. Erstmal Glasklinge für Schlagbohrmaschine und scharfe Stiche für Block. So. Oh, leider das 4 war echt schlechte Werte, aber ist immer noch besser als manch andere Temtem. Dafür kommt mal das Loali weg. Gut. Alles klärchen. Oh, wir dürfen jetzt auch endlich mal die Karte öffnen. Das ist ja mal der pure, blanke Wahnsinn. Oh, wow. Scheiße, guck dir mal, wie das da unten aussieht. Ja. Man hätte auch noch weiter rechts woanders hingehen können. Aber ich glaube, da kommen wir nur mit Schlittschuhe hin. Ja. Jetzt sind wir im Quetzal, das Juwel von Tukma. Wo ist er hin? In die Mine von Miklan. Der Verbrecher sah sehr aus wie ich. Aber sowas für gar nicht, ey. Er hatte nicht den richtigen Laufstil. Oh, lass mal hier rein. Tschüss. Okay. Was? Ich habe jetzt die Quest gar nicht fertig gemacht. Achso, okay, wir dürfen dies also hier erst fertig machen, wenn wir nicht mehr gesucht werden. Okay, lass mich mal gucken.
Da ist wieder ein Temp-Center. Ah, wir müssen gerade hoch, die Stadt hier hoch. Kristallbäume, das sieht auch interessant aus. Ah, okay, und da wird man einfach reingeslidet. Oh. Oh. Okay. Witzig. Hey, hier ist direkt die Arena-Leiterin. Oh, da kommen wir gar nicht so einfach durch. Wir müssen erst irgendeinen... Oh, wenn wir hier links runtergehen, sind Items. Links runter? Ja. Alter, das ist ja einfach nur ein riesiges... Hallo? Höchst verdächtig. Bitte? Warst du bei den Items schon? Nee. Achso, okay. Ich dachte war doch noch nicht. Platimos und Wallasch. Vulcrane und Anna hier. Warum hast du... Ach so. Warte mal, waren da alle unsere Temtem drin? Ja, habe ich doch gesagt. Oh. Okay. Ups. Und dann sagst du auch noch, ja, ich weiß. Ich dachte, uns die Temtem, die wir mal gefangen hatten, aber dass da alle unsere einfach drin sind? Oh. Nun, ich würde sagen, wir gehen gleich wieder raus. By the way, die sind 45. Habe ich gerade gesehen. Und wir haben kein einziges Vieh auf 40. Ich wechsle mal auf Gialis. Tsunami. Das tut jetzt weh. Du bist das Feuer, Temtem, und ich sterbe zuerst. Gut. Ich glaube, wir kriegen hier gerade ganz gewaltig aufs Maul. Ein bisschen, ne? Das ist schon mein letztes Temtem. Diese übergebuffte Ente, Mann. Hättest du aber gerne, oder? Uff, ey. Achso, warte mal. Das hier sind zwei Kaliber, ey. Holy. Aber wir dürfen tatsächlich die Temtem einfach behalten. Wie abgefahren ist das denn bitte? Du kannst jetzt übrigens alleine kämpfen. Ich habe keine Temtem mehr. Und hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie Luxorio alleine fighten. Nice. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Scheiß Plünderer. Wallasch, ruh dich aus. Uff. Okay. Ich muss mal gucken, dass ich hier jetzt irgendwie wieder rauskomme. Einfach wieder hoch? Ja, aber... Ja. Rauchbombe. Oh, wow. Jetzt tue ich erstmal kurz meine Temtem alle umräumen. So, Moment. Also das Vulcrane finde ich ehrlich gesagt zwar eigentlich not bad, aber... Wenn, dann will ich das Temtem weiter leveln, welches auch für mich Sinn macht. Und das ist halt nun mal das Magmis. Das war Lush, war auch not
obwohl das ist ein, jawohl, für Kristall habe ich eigentlich das Gialis, aber das war Lush, war auch ganz gut. Wir kommen das Loali raus. Mein Quazuma kommt wieder rein. Nessler lassen wir einfach mal in der Reserve mit dabei. Und natürlich nehmen wir unser beiden Psycho-Temtem auch erstmal mit. Und wir nehmen mit. Ne, das passt eigentlich genauso. Ja. Oh. Bun-Bun. Beta-Ausbruch. Oh, super. Dann mach du mal deine Wasserattacken. Das ist fast 40. Achso, direkt wieder rangehen. Und wenn wir schon nebendran stehen, ich meine. So, gleich hoch. Achso, okay. Dann gehen wir lieber ins Temp. Ja, hier, das war aber hier links, oder nicht? Ja, das war hier links. So, aber an der Stelle würde ich aber auch sagen, wir gehen ja jetzt gar nicht zu weit rein. Ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf, das da drin zu meistern, weil als ich eben gesehen habe, wie groß das Kristallfeld ist, dachte ich mir auch so ein bisschen, oh weia. An dieser Stelle würden wir uns verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich denke mal auch Luxorio, wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Viele krasse neue Temtem und wir haben quasi eine Wagenladung an neuen Temtems einfach geschenkt bekommen, die auch noch echt nicht übel sind, auch wenn die Werte kacke sind, aber die Temtem selber sind sehr stark. Richtig nice. Das ist auf jeden Fall gutes Material zum Züchten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut gern einerseits bei Luxorio mal vorbei. Er streamt ja auch regelmäßig, ich glaube hauptsächlich am Wochenende, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Schaut gern mal bei ihm vorbei. Link dazu selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ich streame natürlich auch täglich, beziehungsweise fünfmal die Woche. Alles andere wird auch im Discord bekannt gegeben. Gerne mal unten auch in der Videobeschreibung reinschauen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und natürlich jetzt auch noch der Luxorio. Temtem los! Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Let's Play-Teil wieder. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wo ihr gerade seid und wann ihr diese Let's Plays schaut. Und bis dahin, haut rein und tschüss!